Wir schreiben das Jahr 1995 und sind auf der Wandelalp. Hier wird auf 1800 Meter von Mitte Juni bis 20. 25. September gealpet. Gesummert werden um die 90 Kühe und ca. 120 Stück Jungvieh. Die Milch wird im untersten und obersten Staffel zu Käse verarbeitet. Es ist eine unbestrittene Tatsache, dass die Bewirtschaftung der Alpen einen grossen Landschaftsschutzwert darstellt. Trotzdem werden bereits viele Alpen aus Rentabilitätsgründen oder mangels an Fachleuten nicht mehr bewirtschaftet und verwöchert zum Teil. Eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, ist, das Ende die Arbeit zu erleichtern. Die Alpgenossenschaft Wandel hat darum beschlossen, die vorhandene Wasserkraft für den Betrieb eines Turbinengenerators zu nutzen. Mit einem selben kleinen Notstromaggregat hat man bis jetzt den notwendigen Strom erzeugt. Zum Glück nicht für lang, ist in den Baulärmen die herrliche Alpenwelt gestört worden. Hier sind wir im mittlersten und sehen das Turbinenhäuschen im Rohbau. Für die Arbeiten auszuführen, hat es ca. 80 Mann gebraucht vom Zivilschutz Meiringen und Bern und von der Alpgenossenschaft Wandel. Da mit kritischem Blick der Chef vom Zivilschutz Meiringen, Werner von Bergen. Für die Stromversorgung von den Alphütten hat man rund 2,5 Kilometer müssen graben. Dort was ist gegangen, maschinell, aber viel hat auch von Hand müssen gemacht werden.
Von mittlersten in obersten Stromleitung zu ziehen, ist sicher etwas vom Schwierigsten gewesen. Die stotzige Landschaft und die grossen Steine, die zum Teil heimmässig gesprengt werden, hat von diesen Männern einiges gefordert. Aber für die schöne Aussicht hat man auch das in Kauf genommen. Unter erschwerten Bedingungen, wie man sieht, und das war auch nicht ungefährlich, ist für die Druckleitung viel an Felsen vorgesprengt worden. Hier sieht man einen Teil von 80 Meter Länge Druckleitung. Die Höhendifferenz von Wasserfassung bis zum Turbinenhäuschen beträgt 30 Meter. Wer so hart arbeitet und viel leistet, muss auch recht und gut essen. Die Altgenossenschaft hat sich nicht lumpen lassen. Jeden Tag ist ein reichhaltiges Gericht auf dem Menüplan gestanden. Durch die enge Zusammenarbeit vom Zivilschutz und der Altgenossenschaft ist die Kameradschaft gepflegt worden. Am 15. Mai 1996 war es so weit, dass Kohlersimmen bei der Firma Sigrist AG Sachsen die fertige Turbine erkennen erreichen. Hier etwas vom Allerwichtigsten, das Turbinenrad. Ist das selber? Das ja. Ist das ein Spezialstahl? Ja, das ist Chromstahl. Chromstahl. Ja. Bevor aufgeladen wird, sind noch einige Informationen nötig, dass dann die Turbine auch fachgerecht montiert werden kann an Wandel. Setzen wir wieder auf die Turbine.
Nach dem Aufladen wird die kostbare Fracht mit Spannset bestens gesichert. Schübach Fritz hat mir gemeldet, es bräuchte nur 10 kW. Ja, dann ist doch der wegen dem Generator, weil das, jawohl, weil der viel tiefer ja wäre. Da sind wir auf 48 Liter und haben natürlich den Druck ein bisschen höher. Da sind wir auf 9,5, 9,5 kW. Aber sie wird 10 bringen. Sollte sie bringen. Okay. Also wenn das daher stimmt. Technisch stimmt, das sind etwa 32 Minuten. 32, ja, das ist gut. Weißt du, darum habe ich verstellbare, dann können wir dort regulieren, bis wir auf die 10 kW haben. Dann nutzen wir den Generator voll aus. Via Breinig geht die Sonne zurück Richtung Wandelalp. Auf Wandelalp wird der Transport natürlich gespannt erwartet. Die elektrischen Anlagen sind fertig installiert. Jetzt geht es darum, die Turbinen an ihren Platz zu bringen. Ganz so einfach ist das nicht, aber mit vereinten Kräften bringt man auch das fertig. Was macht euch da? Hey? Eine freundliche Begrüßung vom Graberherrn. Ja, das war nicht so schwer, oder? Ja? Nicht so, der andere Weg. Hier der längere Weg. Ja,
Dinnen wäse jetzt offen. In den folgenden Tagen ist Koller Simmer verantwortlich, alle Rohre nach den Angaben des Herrn Sigrist zu montieren. Die fertig installierte Turbine. Am 3. Juni 1996 ist dort der grosse Tag von der Inbetriebnahme gekommen. Alle Installationen bis auf den letzten Anschluss sind fertig. Für den Stromanschluss hat noch ein Loch gebohrt werden. Die Akkubohrmaschine hat aber leider den Geist aufgegeben. Zum letzten Mal hat man das Notstromaggregat abgelassen, für das ominöse Loch zu bohren, weil die Akkumaschine versagt hat. Aber von jetzt an ist die Spannung gestiegen. Noch das Gitter vor der Druckleitung. Übrigens hat das Simmer kurzfristig an einem Sonntagmorgen zusammengeschweißt. Noch den Überläufstöpsel drin. Jetzt kann der Schieber aufgetan werden. Der Gesamtprojektleiter Fritz Schüppach hat können aufatmen, alle Berechnungen stimmen.
Wasser haben wir. Von jetzt an geht es Schlag auf Schlag. Als erstes ein Druck messen. 3,2 Atü Druck. Stimmt wie geplant. Die elektrischen Leitungen anschließen, die nachher ca. 10 kW Strom abgeben. Jetzt ein grosser Moment. Morgen Oldi startet zum ersten Mal die Turbine. Also schon, kannst du noch schneller. Jetzt merkt man. Jetzt ist sie voll. Jetzt kannst du sie voll aufdrehen. Ist ein Abschlag. Ja. Ja, die Schiebe. Ja, so. Und danach tun wir immer zuerst gegen auf, wo nachher zwei Deisen sind. Und der Grund ist, weil ich mit den anderen verstellbaren Deisen zu wenig schnell bin und das ist die Gefahr, dass wir die Regierung machen. Und darum muss ich am Anfang ein bisschen schnell auffahren, oder? Aha, und dann mache ich es mit dem. Dann tun wir zuerst den. Ja. Wieder zuerst langsam. Nur ziemlich, kannst du ziemlich gleichmäßig rufen. Das Licht brennt. Alles läuft reibungslos. Ein grosses Aufatmen. Alles funktioniert. Oder doch nicht? Hier erklärt Kohlersimme, dass das Werk gerade gleich viel Wasser bräuchte, wie oben einfließt. Aber da gibt es sicher eine Lösung. Zuerst noch ein paar Fotos zur Erinnerung. Und jetzt noch, du bist erleichtert. Na ja, jetzt kann ich frei. Das Herzklopfen ist jetzt ein bisschen zurückgegangen. Wirklich. Sind wir überglücklich. Etwas müssen wir machen. Mit einem guten Tropfen muss das natürlich gefeiert werden. Das stimmt, das ist schon fertig.
Während dem herrlichen Mittag in der Alphütte ist gehörig diskutiert worden, wie man diesem Wasserproblem könnte Herr werden. Es hat nicht anders gegeben, als dass Simon noch eins zur Fassung rufen muss und in das eiskalte Wasser stehen, für die Menge einzustellen. Hier sieht man es gut, dass die Turbine gleich viel Wasser braucht, wie zufließt. Mit diesem Einsatz von Kohlersimmen im scheisslich alten Wasser, wo sicher nicht Menge freiwillig drin wären, hat er die Wassermenge so eingestellt, dass alles einwandfrei funktioniert. Mit 55 Liter Wasser pro Sekunde wird die ganze Wandelalp mit 10 Kilowattstunden Strom versorgt. Und wir hoffen, dass die Turbine noch in 100 Jahren bestens läuft.